Guten Morgen, es ist 7:38 Uhr, heute ist Sonntag, der 21. Januar oder der 22. Januar, das weiß ich momentan gar nicht so ganz genau. In 46 Minuten ist Sonnenaufgang, also es dämmert schon und ich stehe auf dem Bumsberg oder Bunksberg, wie man das auch immer spricht. Das ist der höchste schleswig-holsteinischste Berg, das ist der höchste Berg in Schleswig-Holstein. Der ist gemäß Navi 162 Meter hoch. Hier war ich auch schon mal. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich mich erstens mal hier oben verlaufen. Und ich habe gemerkt, dass es noch eine Alternativrunde gibt. Eine Abkürzungsrunde in Sierksdorf unten. Die wollte ich heute mal gehen. Und meine Intuition ist dann ja, den Weg jetzt heute mal andersrum zu gehen, als ich ihn beim letzten Mal gegangen bin. Also zum einen diesmal richtig zu gehen, die Alternativroute zu nehmen und ihn andersrum zu gehen. Sind gleich drei Anforderungen, ne? Ja, so ein Fernmeldeturm, der hat auch was, ne? Da hinten steht noch ein zweiter Funkturm. Und da unten geht unser Weg dann weiter. Von da aus bin ich letztes Mal gekommen und aber nicht wieder gegangen. Da dachte ich, es müsste andersrum gehen, weil die Karten in den üblichen Datenbanken nicht so wirklich stimmen. Gut. So, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Hier ist das erste X. So, 7:40 Uhr und wir sind auf der Strecke. Und das müssten, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, jetzt ungefähr 22 Kilometer, also so 20 bis 25 Kilometer heute werden. Bis dahin ist das Hin- und Rückweg, auch wenn es in den Karten anders eingezeichnet ist. Und hier geht's steuerbordseitig nach Eutin und backbordseitig nach Schönwalde. Und wir gehen jetzt heute nach Backbord, weil in der anderen Richtung haben wir die Tour ja schon gemacht. Und wir sind schon von 160 auf 112 Meter runter. Schönwalde. So, das ist, was ich meine. Hier weicht die Auslagung von dem ab, was in den Datenbanken üblicherweise drin ist. Weil da soll hier am Bungsberg auch noch mal eine Runde gelaufen werden. Sprich, man würde hier nicht, ja, nicht backbordseitig abbiegen, sondern gemäß den Datenbanken müsste man an der Stelle eigentlich steuerbordseitig abbiegen. Hier kommen wir an die erste Straße, darum nehme ich das auf. Wenn ich mich nicht ganz vertue, müsste man hier nach Steuerbord abbiegen können und dann würde man deutlich abkürzen können. Aber hier ist das halt nicht offiziell ausgeschildert. Jo, hier kommen wir in Gegenden. Ich meine, mich hier erinnern zu können. Erlebnisraum Beckmissen. Europäischer Wanderweg. Ja, und ich frage mich, was unsere Welt nochmal wird. Achtung, Rutschgefahr, betreten auf eigene Gefahr. Was machen wir bloß, wenn wir diese Disclaimer irgendwann mal nicht mehr haben sollten? Aber sowas. Da liegen noch Feuerwerkskörper am 20. Januar.
Gut. Schönwalde am Bumsberg, Kreis Ostholstein. Darum zeige ich euch das aber nicht. Was ich nie verstanden habe, sind da oben dieses X. Warum werden die überpinselt und ein neues X drunter gepinselt? Das habe ich, wie gesagt, nie, wirklich nie verstanden, was das soll. Und das gibt es hier sehr häufig. Hier sind auch wieder zwei Zeichen, aber hier ist das andere Zeichen nicht übermalt. Spannend. Ich finde es doch spannend, wie irgendwie sieht der Weg in diese Richtung anders aus, aber ich erkenne doch viele, viele Sachen wieder. Hier kann ich mich entsinnen, dass ich hier war. Ja. Und die X'e sehen alle irgendwie so frisch nachgepinselt aus. So, und jetzt gleich müssten wir auch an dieses Reservat da kommen. Ich kann mich noch entsinnen, als ich letztes Mal hier war, in der anderen Richtung, war ich mir an dieser Stelle nicht sicher, ob ich denn überhaupt richtig bin. Weil da unten, wo wir jetzt gleich hinkommen, das war letztes Mal nicht sauber ausgeflaggt, aber hier nämlich. Ach, die weiß-rot-weiße Markierung. Hier rennen wir hinterher. So. Und hier haben wir es nämlich bei 1000 X'en, die hier überall sind. Das da ist zwar auch bloß ein Tor, aber ja trotzdem mehr oder weniger öffentlich zugänglich. Ja, und dann stand ich hier und musste erstmal Rätsel raten. Jo. Gleichzeitig hätte ich über diesen Raum hier oben altes Wiegehaus, Schutzhütte. Von Kiel bis nach Lübeck. Kiel, Preetz, Plön, Malente, Eutin, Schönwalde. So. Offen. Gabi Hauptmann, ein Liebhaber zu viel ist noch zu wenig. Gut, ausruhen wollen wir heute nicht. So, dieses hier ist nämlich nochmal so ein Zeichen, wo ich auch davor stand. Was will mir das jetzt sagen? Das könnte auch hier oben meinen, ne? Also. Gut, das ist eine Stelle, wo es halt nicht so optimal ist und wo man, ja, mehr Interpretationsspielraum hat, als einem gelegentlich lieb ist. So.
Ja, und diese Straße folgen wir jetzt eine ganze Weile. Ich kann mich entsinnen, dass das letztes Mal ein endlos wirkendes Stück war. Lunkau, Finizier und geradeaus. Riebel, 2 Kilometer. Ja. Wir gehen aber Lenzahn, 14 Kilometer, Eutin, 7. Schönwalde, wo wir herkommen, 4. Ach ne, wir kommen nicht von Schönwalde, wir kommen ja vom Bungsberg. So, ganz wohl fühle ich mich auf solchen Stücken nicht unbedingt. Wenn man meistens, wenn man mal auf der Karte guckt, findet man allerdings meistens Gründe, dass es wirklich nicht viel anders geht. Bei solchen Kurven ist natürlich nochmal besondere Vorsicht, weil die Autofahrer einen gar keine Chance haben, einen kommen zu sehen. Aber hier biegen wir ja jetzt auch nach Steuerbord ab. Ja. 1, 2, mehr als genug X. So, auch hier ist ein bisschen Obacht geboten. Weil wie gesagt, wenn da von da oben einer wirklich mit zulässigen 100 km/h ankommt, dann hat er beim besten Willen ja gar keine Chance mehr, so wie ja, von da unten sind wir gekommen. Jo, da kommt wieder was Besonderes. Das habe ich dann irgendwann mal gesehen. In der Regel heißt das Verlauf, Gefahr sich zu verlaufen. Beziehungsweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und was ich da vorne sehe, ist dies genau die Wegeteilung, die ich suche. Stufe. Da. Schönwalde. AK Eutin. So. Und dort geht's nach Neustadt. So, und da oben hängen noch die ganz alten Schilder. Abkürzung nach Eutin 8,3 Kilometer, Schönwalde 7,2 Kilometer. Hier Rundweg um den Kalksee möglich. Ja. Ja, von hier bin ich letztes Mal gekommen. Und musste dann entscheiden, weil diese Abkürzung nach Eutin in den Karten üblicherweise nicht drin ist. Jo, aber heute bin ich den Weg hergegangen, um genau diese Abkürzung zu gehen. Nämlich quasi dann als Rundweg. Wenn das mit der Auslagerung so weitergeht, ist alles gut. Weil jetzt auf diesem Stück habe ich halt simpel kein Kartenmaterial. Und jetzt muss ich gleich erstmal die Batterie wechseln.
So, schauen wir mal, ob der Akku das noch packt. Es ist jetzt hier an der Abkürzung oder an der Wegeteilung 11.15 Uhr. So, es ist 10.20 Uhr. 11,15 Kilometer sind wir jetzt unterwegs. Ja, 4,6 km/h in Bewegung, 4,0 Gesamtschnitt. 2 Stunden und 26 Minuten in Bewegung und 20 Minuten Pause. Das ist so der Zwischenschnitt bis hier zur Wegeteilung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht, wenn wir wieder auf den bekannten Weg zurückkommen. Wobei der Rest ist jetzt eher langweilig dann, weil das mehr oder weniger Teerstraßen sein müssten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut. Das da vorne sieht so aus, als wäre das die Wegezusammenführung. Da haben wir erstmal den Weg. Eutin, Gutstendorf. Da, ich wollte doch gerade sagen, jemand, der von hier oben kommt, muss das doch auch wissen. Bungsberg, Abkürzung Neustadt. Ist doch ausgeschildert. Jo, hier sind wir wieder auf dem üblichen Weg. Moment. 10.44 Uhr, 12,78 Kilometer. Wir sind bei 4,5 km/h in Bewegung, 4,0 Gesamtschnitt, 46 Meter über normal 0, 6 Meter, ja. 2 Stunden 50 in Bewegung, 21 Minuten Pause. Okay, jetzt muss ich aber wirklich einmal den Akku wechseln. Ja, und hier schließt sich jetzt erstmal die Runde. Als ich das letzte Mal hier unterwegs war, habe ich mich ja auf dem Bungsberg kräftig verlaufen. So. Betreten des Geländes. Kann man kaum noch lesen. Ich glaube, dies ist hier schon fast mal wieder ein Blick. Der ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Oder doch? Aber wie gesagt, die Wege sehen in die andere Richtung halt irgendwie doch anders aus. Stendorf, Gemeinde Kasedorf, Kreis Ostholstein. Und nach Eutin 7 Kilometer. Jo. Na, wir sind immer noch relativ niedrig mit 30 Metern über Normal 0. Sarkau, Eutin, Kasedorf, was haben wir da? Europäischer Fernwanderweg Ostseewacher Adria. Ja. Und hier geht es jetzt geradeaus weiter. Und wenn ich das richtig weiß, ist das nächste Stück alles von diesem Kaliber. Es geht nur bergauf. Wir sind mittlerweile seit diesen letzten Videoaufnahmen um 50 Meter geklettert. So, ich weiß nicht, was das da ist. Moderne Kunst.
Gutsteendorf. Ah, das scheint also sowas wie ein Grabstein, hätte ich fast gesagt, sowas wie ein Ortstein oder ein Ortsschild oder sowas zu sein. Okay. 50 Meter, nur bergauf, bergauf, bergauf. So, und alles auf diesen Straßen. Ja. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, wie anders doch Wege in die andere Richtung aussehen. Bergfeld. 17,7 Kilometer. So wie sich das gehört. Ein Kreuz unterm Ortsschild. Stehendorf, 3 Kilometer. Einmal. Zweimal. Stehendorf 3 Kilometer. Okay. Ja. Und hier ist wieder das, wofür ich ja wenig bis kein Verständnis habe. Rundweg Buchholz und Linde, Rundweg Bunksberg. Ja, die Frage stellt sich dann eher, wann fällt so ein Mast um und was bleibt? Wir sind auf über 100 Meter und irgendwie müssen wir da jetzt gerade hoch. Hier bin ich letztes Mal wieder auf den Weg gekommen, weil ich ja vom Weg abgekommen war. Neustadt 16 Kilometer, Lütjenburg 16 Kilometer. Ja. Ja, von da bin ich letztes Mal gekommen und jetzt wollen wir den offiziellen Weg fortsetzen. Und so, ab hier betrete ich jetzt wieder Neuland, mit anderen Worten. Bergfeld, Schönwalde am Bunksberg, 4 Kilometer. Und wir sind auf 107 Meter. Also seitdem ich hier in der Hauptstraße bin, ist die Auswirkung schon wieder wesentlich schlechter geworden. Bunksberg 2 Kilometer, Kiel 48. Lübeck 50. Schönwalde 2,9. Ja, und da unten geht es dann wieder zu dieser einen Abkürzmöglichkeit. Aber Abenteuer Ostholstein. Okay. Ah doch. Da ist ein X. Also es ist ausreichend blockiert. Aber es war bis jetzt eigentlich erheblich besser. Da vorne schließt sich die Runde. Ah doch, da steht eindeutig ein X.
So, das waren jetzt 20,58, also 20,6 Kilometer. Ja, es ist 12:43 Uhr und hier gehen wir jetzt wieder hoch. Das ist auch eindeutig, wie man sieht, ausgeflaggt. Wobei das, wie gesagt, in den gängigen Datenbanken anders drin steht. Ja. Und letztes Mal hatte ich mich ja verlaufen, dass ich diesen Weg nur hoch, aber nicht runter bin. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Straße jetzt hier, die letzten Kilometer, ja, okay. Ich bin ja nun immer der Meinung, dass es dazugehört. Aber schön ist anders. Jo, als ich da heute Morgen längs gekommen bin, war es noch ein bisschen zu dunkel zum Filmen. Ja, und entweder muss man jetzt da sich einen Weg bahnen oder also hier. Oder aber Minimal Impact. Ja. Hier außen rum. Ja, den Weg bin ich, wie gesagt. Heute Morgen war es noch ein bisschen dunkel, aber so umgekippte Bäume, die hat man halt immer mal. Ach, hatte ich gerade gesagt, unten an der Straße waren wir gemessen, na, wie auf 130 Meter, 113 Meter über normal Null. Ja, und jetzt müssen wir auf 160 Meter wahrscheinlich wieder hoch. Und nun? Ich bin mir jetzt zwar ziemlich sicher, dass ich von da gekommen bin, aber hundertprozentig auch nicht. Aber da hinten steht wieder ein X. Meine, hier habe ich mich auch letztes Mal verlaufen. Man müsste mal die Daten übereinander legen. Gipfel nach 400 Metern. Richtig, letztes Mal bin ich hier von Steuerbord gekommen, weil ich da unten an der einen Ecke verkehrt abgebogen bin. Ich bin wieder da. Das waren 21,31 Kilometer. Ja, 22 hatte ich ungefähr geschätzt. Es ist 13 Uhr. 4,4 Kilometer in Bewegung, 3,9 km/h Gesamtschnitt. Wir sind 149 Meter über normal Null. 4 Stunden und 53 Minuten in Bewegung, 31 Minuten Pause. Gut. So, ich muss doch sagen, ich habe mich, na, oh, ja.
Ich habe mich jetzt beim zweiten Mal wesentlich besser zurechtgefunden als beim ersten Mal. Ich bin den Weg bewusst in die andere Richtung gegangen. Große Stücke waren mir ja schon bekannt. Es ging mir im Wesentlichen darum, unten die Runde zu schließen und diesen Fauxpas mit dem Verlaufe hier oben auf dem Berg, der damit begründet ist, dass die Daten in der Datenbank Waymarked Trails einfach anders drin sind, als sie dann hier ausgeflaggt sind. Die Auslagung ist recht gut, aber so gut dann auch nicht. Sie war vor allen Dingen Richtung Neustadt sehr, sehr gut, aber wurde dann unterwegs doch schlechter. Ich habe keine Ahnung, ob die da irgendwie nachgeflaggt haben und nur teilweise nachgeflaggt haben. Also je weiter ich wieder hochkam, desto schlechter wurde eigentlich die Auslagung. Sie ist immer noch vorhanden und das hat ja auch geklappt. Ich bin ja auch letztes Mal von hier bis nach Eutin gekommen. Gut. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Ich gehe jetzt noch mal oben auf den Funkturm. Wahrscheinlich wird man aber nicht viel sehen. In diesem Sinne, ciao. Tja, jetzt wollte ich noch mal hoch. Der Zugang zur Aussichtsplattform ist aus Witterungsgründen in der Zeit von November bis März geschlossen. Gemeinde Schönwald, der Bürgermeister. Ja, schade. Hungsberg 168 Meter. Das ist auch gut. Skilaufen und Rodeln auf eigene Gefahr. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut. Das soll uns reichen. Schade, dass die Aussichtsplattform heute gesperrt war. Ja, andersrum, wenn man mal guckt, man hätte sowieso nichts gesehen. Seht ihr da oben den Turm im Nebel? Ja, ne? Gut, das wäre vielleicht eine sportliche Übung noch gewesen.